Ja, meine Freunde, herzlich willkommen hier zu einem kleinen Pack-Opening von Realwelt-Super-Fußballstars. Die gab es damals zur WM, wie das schon sagt. Ja, ich habe hier noch einige, habe ich mir gekauft. Die Schlüssel habe ich mir auch gekauft. Und ich hoffe einfach mal, dass wir irgendwas kriegen, um das Geld der Karten halt wieder reinzukriegen. Ja, wir fangen am besten einfach mal an. Also es gibt ja viele Leute, die so diese CSGO-Openings machen. Davon halte ich nicht viel. Ich finde, sowas ist immer viel spannender. Also ich bin auch, hoffentlich ziehen wir Knife oder Ronaldo und Stat-Track in Fabrik neu. Das wäre ultra gut. So, hier sind immer vier Karten drin. So, wir machen die am besten erstmal ab. Und dann schauen wir mal. Wobei, ich stelle das mal anders scharf, glaube ich. Ich glaube, so ist es besser, wenn das so scharf ist. So. Ja, dann schauen wir mal, wen wir gezogen haben. Oh, Lukas Podolski, geil. Das ist direkt ein Deutscher. Der ist ziemlich viel wert, glaube ich, im Market. Jan Vertonghen, auch nicht unbedingt schlecht. Oh, Junge, Roberto Soldado. Das ist ja krass, Alter. Und Sergio Aguero. Oh, Junge, das läuft auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich denke, da haben wir das Geld für die Karten schon wieder drin. So, da mache ich mal demnächst direkt das nächste auf. Oh, David Luiz, ist das krass, Alter. Wir ziehen hier richtig gute Spieler. Thiago Motta. Man könnte meinen, das sind alles nur die besten Spieler der Länder, ey. Edin Dzeko und Zlatan Ibrahimovic. Oh, geil, ey, Junge, wenn der jetzt noch Stat-Track wäre, ne? Der ist so viel wert, Alter. Leider nicht. Und dann machen wir direkt mal hier das nächste auf. Ich merke schon, wir haben Lauf. Oh, sehe ich da schon Fernando? Sehe ich da Fernando Torres, meine Freunde? Das ist Fernando Torres, ich glaube es nicht. Ich habe so einen Luck heute. Brian Oviedo, ja gut, der ist nicht so gut. Roberto Soldado, den haben wir jetzt natürlich doppelt. Und wieder Edin. Junge, willst du mich verarschen, wie viele Doppelte kriegen wir denn da? Weißt du, das regt mich auch auf. Man kriegt immer nur diese 5 Cent Fußballkarten, weißt du, und so. Und dann auch immer doppelt und dreifach, ey. Das ist immer so schlimm in diesem Spiel. So, jetzt Vlad, kann ich nicht aussprechen. Und André Schürrle, oh geil, noch ein Deutscher. Perfekt, nochmal Roberto Soldado. Also langsam fühle ich mich hier verarscht. Und Thomas Rosicki. Ja, wir haben ja noch ein paar, meine Freunde. Ein paar haben wir hier noch fürs Opening. Gucken wir direkt mal weiter. Da haben wir unter anderem Jesus Navas, naja, okay. Jan Vertonghen, den haben wir auch schon im ersten Pack gehabt. John Terry und Jack Wilshere. Naja, okay. Ja, jetzt geht's langsam nicht mehr so gut. Also wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn wir noch einen Ronaldo ziehen würden. Weil der ist wirklich eine Menge wert auch. Also wirklich, das ist krass. Jesus Navas haben wir schon, Ashley Cole haben wir, glaube ich, auch schon. Tim Howard und Steven Gerrard. Ja, Steven Gerrard auch, gar nicht mal so unglaublich schlecht, finde ich, aber ein Stat-Track ist er halt, gerade weil er als Stürmer müsste der sein, ne, ist er da natürlich mehr wert. So, Jack Wilshere haben wir schon, oh, schade, Yaya Touré, oder wie der ausgesprochen wird, und Santi Cazorla und David Luiz. Das ist alles nicht unbedingt schlechte Karten, die wir bekommen, aber die sind alle nichts mehr wert jetzt, und die müssen wir unbedingt irgendeinen guten ziehen. Hier, Santi Cazorla, Frank Lampard, okay, Ashley Cole und Pablo Zabaleta. Naja, da gebe ich mich aber noch nicht mehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal, was jetzt noch in den anderen ist. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte geöffnet. So, David Luiz und David Silva. Oh ja, das ist natürlich auch relativ nice. Eden Hazard und Daniel Sturridge. Ja, das ist gar nicht mal so ganz verkehrt, finde ich. Also wir können bald einen Aufwertungsvertrag machen. Ich glaube, wir haben bald genug aus England schon oder aus Spanien, um da, denke ich mal, unsere Fußballstars nochmal einmal zu verbessern. So, John Terry haben wir schon, Jack Wilshere, Jan Vertonghen und Alva Negredo. Ja, das sind, wie gesagt, alles ist noch nicht so krass bisher. Also ich würde mich auch über einen Holo-Sticker, würde ich mich auch freuen. Eden Hazard schon wieder, Paulinho, Barsey Sagner und Avalo Negredo. Haben wir den zweimal in einem gehabt? Nee, ich dachte schon. Den haben wir nämlich im letzten gehabt. Das ist ja noch vollkommen in Ordnung, meine Freunde. Das geht ja noch fit. So, dann schauen wir mal, wen wir hier noch so finden. Oscar, geil. Den wollte ich schon immer mal gewinnen. Ich glaube, den schenke ich Leonardo DiCaprio. Daniel Sturridge, Alex Oxlade-Chamberlain und Avalo Negredo. Na gut, den haben wir ja noch nicht oft genug. Deswegen geht das auf jeden Fall fit. Dann gucken wir mal, jetzt kommt Ronaldo, muss man hier dabei sein. So, den kann ich nicht aussprechen, den interessiert aber auch keinen. John Obi Mikel, David Silva und Oliver Gerrard. Ja, wir haben, glaube ich, überhaupt noch keinen Portugiesen gehabt. Also es ist relativ verhext hier. Das muss man sagen, relativ komisch. So, John Obi Mikel, schon wieder die. Frank Lampard und Pablo Zabaleta, oder wie auch immer heißt. Zabaleta, ja. So, Brian Oviedo. Branislav Ivanovic, ja, läuft bisher noch nicht so gut. Peter Cech und Yaya Touré. So, jetzt haben wir hier relativ wenige noch. Ich glaube, ich mache die erstmal alle auf und dann zeigen wir die. Ich glaube, das ist viel cooler. Ich kann gar nicht hinsehen, das ist so spannend, ey.
Ja, man muss sagen, da sind relativ wenig Deutsche dabei bisher auch gewesen. Das finde ich relativ schade. Wir haben nur zwei Deutsche. Das ist natürlich doof. Aber vielleicht sind ja jetzt noch einige dabei. Gucken wir mal. Thiago Silva leider nicht. Ashley Cole, Gary Cahill, Samia Nasri, Christian Eriksen, Pablo Zabaleta, Thiago Motta, Hart, Touré, Mertesacker, zumindest ein deutscher. Özil, oh, Özil, der ist auch ziemlich viel wert, das ist schon mal gut. Verratti, Georgi van der Wiel, Emuel Eto'o, Eto'o ist auch ganz viel wert, Hazard und Ramirez. Ja, das war's leider, mehr habe ich leider nicht. Also wie wir sehen, haben wir leider Pech gehabt. Heute kein Ronaldo gezogen, nicht mal ein Stat-Track. Also im Großen und Ganzen kann ich euch nicht empfehlen, diese Dinger zu kaufen. Die sind wirklich, sind das Geld einfach nicht wert. Und ja, wir können nur hoffen, dass die Schlüssel auch nicht teurer werden dafür. Die haben ja mal früher, waren die ja mal kostenlos. Jetzt muss man ja dafür bezahlen, um die aufzumachen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Opening, meine Freunde. Bis dahin, Casings, bye.